Moon Production. Einfach ist es doch nie. Ein Dreary One-Shot von Goldilocks. Gelesen von Mondniffler. Einfach ist es doch nie, erwiderte er leise. Sein Gegenüber wandte sich ab, wobei er sich eingestehen musste, dass er recht hatte. Stille trat ein und die beiden jungen Männer hingen ihren Gedanken nach. Hier saßen sie also, Harry Potter und Draco Malfoy. Im Raum der Wünsche, ohne sich gegenseitig den nächstbesten Fluch um die Ohren zu hauen. Ein Seufzen. Draco sah auf und bedachte den Schwarzhaarigen mit bedauernder Miene, als dieser meinte, warum bei Merlin muss denn alles so verflucht kompliziert sein? Ein Schulterzucken als Antwort. Und was jetzt? Wollte da auch schon Draco wissen. Nun war es an Harry, mit den Schultern zu zucken. Antworten konnte er nicht. Der Kloß in seinem Hals war viel zu groß, als dass er ihn einfach hätte runterschlucken können. Ist es denn jetzt aus mit uns? Mit all dem hier? Willst du es denn wirklich beenden? Dracos Stimme zitterte. Kaum merklich, versteht sich. Immerhin war er ein Malfoy. Doch für jene, die den Slytherin besser kannten, war es genauestens zu vernehmen. Erneutes Seufzen. Dann noch einmal. Ein Schulterzucken. Das ist keine Antwort, Harry. Ich will aber eine. Jetzt! Die Situation strapazierte Dracos Nerven. So eine übermäßige Gefühlsduselei war er nicht gewohnt. Nicht einmal bei Harry. Er war doch tatsächlich kurz davor, in Tränen auszubrechen. Das passierte ihm sonst nie. Bei Harry konnte er sich immer recht gut fallen lassen und so sein, wie er nun mal in Wirklichkeit war. Doch sich die Blöße zu geben und loszuheulen, darauf konnte Draco getrost verzichten. Lange Zeit sagte keiner der beiden etwas. Harry schien seine Antwort abzuwägen, während Draco die Einrichtung des gewünschten Zimmers begutachtet. Naja, eigentlich kannte er jeden einzelnen Zentimeter des Zimmers. Immerhin traf er sich immer in diesem Raum, mit Harry. Doch was hätte er denn schon Besseres zu tun? Harry schien noch Zeit zu brauchen und über die jüngsten Ereignisse nachdenken, konnte er schon einmal überhaupt nicht. Das beinahe nicht mehr vorhandene Kaminfeuer erleuchtete das mittelgroße Zimmer. In diesem stand eine gemütliche Ledercouch mit einem dazu passenden Tischchen aus Ebenholz. In der Ecke stand ein Bücherregal, sowohl mit Muggelliteratur als auch mit Werken aus der Zaubererwelt gefüllt. Nicht zu vergessen das breite Bett, in welchem sie beide saßen. Wehmütig dachte Draco zurück an all die herrlichen Stunden, die er hier zusammen mit Harry verbracht hatte. Entweder sie kuschelten auf der Couch, Draco würde es zwar nie zugeben, doch genoss er diese Momente immer besonders und unterhielten sich oder sie lasen in einvernehmlicher Ruhe ein Buch. Manchmal machten sie Hausaufgaben oder lernten zusammen. Geschlafen hatten sie bis gestern noch nicht miteinander. Bis gestern. Schwermütig dachte der Blonde an den vorherigen Tag, an dem noch alles in Ordnung zwischen ihnen beiden gewesen war. Doch innerhalb weniger Stunden entwickelte sich diese idyllische Stimmung in einen wahren Albtraum. Du hast mich angelogen. Es waren keine anklagende Worte. Es war eine nüchterne Feststellung. Obgleich Draco wusste, wie verletzt Harry sein musste, war er in gewisser Weise auch erleichtert, dass Harry ihm keine Sehne vorspielt. Wieder einmal nahm Harry Rücksicht auf ihn. Wie immer eigentlich. Auch diese Tatsache war Draco bewusst. Und im Stillen tat es ihm schrecklich leid, dass Harry immer alles in sich hineinfraß, nur damit er Draco nicht noch mehr belastete. Ich hatte keine andere Wahl, äußerte sich der Slytherin zu dieser Aussage schlicht. Wache, grüne Augen richteten sich zum ersten Mal seit langem auf den Malfoy-Erben.
Mit Schrecken musste Draco feststellen, dass diese wunderschönen Seelenspiegel, die er so sehr liebte und die immer vor Freude zu strahlen schienen, nun glasig und betrübt wirkten. Dieser Anblick alleine versetzte ihm einen Stich ins Herz. Doch was passieren würde, wenn ihn selbst ein solch treuer Blick ignorieren würde oder ihn noch schlimmer mit Hass anfunken würde, das wollte sich das Slytherin erst gar nicht ausmalen. Man hat immer eine andere Wahl, Draco. Du hättest zu mir kommen können, zu Dumbledore. Du hättest mit irgendjemand reden können, aber anstatt den richtigen Weg zu gehen, hast du dich für den einfachen Weg entschieden. Verbitterung und Erschütterung schwang in Harrys Stimme, die gegen Ende hin zu versagen drohte. Den leichten Weg? Brauste Draco auf. Verarschst du mich, Potter? Denkst du wirklich, dass das der leichte Weg war? Ich sag dir jetzt etwas. Es war der einzige Weg, meine Familie zu beschützen. Verstehst du das denn nicht? Dracos Stimme war so kalt wie früher, bevor sie sich kennengelernt hatten. Bevor sie sich ineinander verliebt hatten. Noch einmal durchbrach Dracos schneidende Stimme die bedrückende Stille. Das ist alles andere als einfach, Potter! Er zeigte auf seinen linken Unterarm. Der Grund, weshalb sie jetzt nicht eng aneinander geschmiegt da lagen, sondern diesen Streit ausfochten. Dort, auf besagten Fleck, prangte bedrohlich das dunkle Mal, welches sich so deutlich von der porzellanfarbenen Haut abhob. Als sich Harrys Blick, wie vor einigen Minuten bereits, auf diese Schandmal richtete, musste er unwillkürlich daran denken, wie es war, bevor er es gesehen hatte und wie es zu dieser Situation gekommen ist. Flashback Anfang. Heute üblicher Ort, übliche Zeit. D. Las Harry, während sich in seinem Magen tausende Schmetterlinge bildeten, die wild vor Freude oder aber auch vor Verliebtheit herumflatterten. Von wem ist denn der Brief? Doch nicht etwa wieder von Malf? Ah! Ein nicht gerade sanfter Stoß in die Rippen ließ Ronald Weasley, seines Zeichens bester Freund, von Harry mitten im Satz stoppen. Einen finsteren Blick auf Hermine Granger werfend, sprach er deutlich leiser weiter. Der Brief ist von ihm, stimmt's? Nicken als Antwort. Ein Seufzen von Ron als Erwiderung. Oh ja, Harry wusste genau, auf wen sich Ron bezogen hatte. Immerhin ist er es gewesen, der dem Rotschopf eröffnet hatte, dass er mit einem gewissen blonden Slytherin überaus gerne Zeit verbrachte. Die Reaktionen von Harrys Freunden hätten nicht unterschiedlicher sein können. Hermine wirkte wenig überrascht, mit einem freudigen Glitzern in den Augen, umarmte sie ihn kurz, aber innig und warnte Harry, dass er, was Malfoy anging, ja vorsichtig sein sollte. Daraufhin beglückwünschte sie ihn kurz und zwinkerte ihm frech zu. Ron hingegen war weiß wie die Wand geworden und ein unentziffbares Gestammel und Gekeuche folgte. Dann musste er sich hinsetzen. Sie standen am Astronomieturm und Schweigen war eingetreten. Eine ganze Zeit lang. Dann stand der Weasley auf, einen entschlossenen Gesichtsausdruck aufgelegt, was, wie man bemerken musste, äußerst lobenswert war. In Anbetracht dessen, dass er immer noch arschfahl im Gesicht war und verdächtig wackelig auf den Beinen stand. Harry, hatte er mit ernster Miene gesagt. Ich freue mich für dich, dass du jemand gefunden hast. Wurde ja auch langsam Zeit, ne? An dieser Stelle musste der Rotschopf kurz und keck grinsen. Aber bist du dir sicher, dass Malfoy dafür der Richtige ist? Und stopp, bevor du jetzt behauptest, dass ich das bloß sage, weil ich ihn nicht ausstehen kann und weil er mir die letzten Jahre ordentlich zugesetzt hat, will ich Folgendes sagen. Es ist mir egal, dass er in den letzten Jahren ein schleimiges, arrogantes und großkotziges Arschloch war. Immerhin muss es ja was Gutes in ihm geben, wenn du dich in ihn verknallt hast. Von mir aus könnte es auch mein größter Erzfeind sein, was er ja eigentlich auf gewisse Weise ist. Mit all dem könnte ich leben. Ja, wirklich. Und jetzt schau nicht so überrascht, Hermine. Aber eines will ich ganz bestimmt nicht sehen. Und zwar, dass dir wehgetan wird, Harry. Und ich sage es nur ungern, aber bei Malfoy wird dir unausweichlich wehgetan werden. Harry, der Typ ist ein Todesser. Schon einmal daran gedacht, dass er dich bloß verarscht und man informat... An dieser Stelle unterbrach Harry seinen sich in Rage redenden Freund mit ruhiger Stimme.
Er ist kein Todesser. Sofort wurde der Auserwählte von seinem Kumpel unterbrochen. Aber er ist kein Todesser, erwiderte Harry nun deutlich energischer. Und so war das Thema für ihn auch beendet. Natürlich sprach Ron diese Angelegenheit noch öfter an, doch wurde der Weasley immer mit finsteren Blicken und Schweigen gestraft. Du weißt ja, wie ich zu dem Ganzen stehe, Harry, versuchte der Rotschopf das Thema erneut anzusprechen und riss Harry somit aus seinen Gedanken, die sich hauptsächlich um die Vergangenheit drehten. Augenrollen, mehr bekam Ron nicht zu sehen. Denn Harry verließ den Tisch der Gryffindors und anschließend die große Halle, in welcher er gerade sein Abendessen eingenommen hatte. Nun machte er sich auf den Weg in den Gemeinschaftsraum, um seine Hausaufgaben zu erledigen. Vor der Wächterin des Gryffindor-Turms angekommen, auch bekannt als die fette Dame, nuschelte er das Passwort vor sich hin und betrat kurz darauf den gemütlich mit einem Kaminfeuer erwärmten Gryffindor-roten Gemeinschaftsraum. Tief atmete er den ihm wohlbekannten Geruch nach Zuhause ein. Denn nichts anderes war dieses Schloss für Harry. Sein Zuhause. Der Schwarzhaarige huschte schnell in seinen Schlafsaal, den er sich mit vier anderen Jungs teilte, und schnappte sich sein Verwandlungsbuch. Viel haben sie, sehr zu Harrys Verwunderung, nicht aufbekommen. Schließlich waren es nur noch 7 Tage bis zu den Ferien. Das 2. Trimester haben sie also so gut wie hinter sich. Und die Professoren neigten dazu, noch einmal richtig Dampf vor eben diesen zu machen. Schlussendlich saß Harry nun alleine auf einem hellbraunen Tisch aus Eschenholz, tief in seinem Verwandlungsaufsatz versunken. Mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht beendete er seinen Aufsatz mit dem letzten schwungvollen geschrienen Wort und lehnte sich in den Stuhl zurück. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er noch eine gute halbe Stunde bis zu seinem Treffen mit Draco hatte. Es rentierte sich nicht mehr, mit seinem letzten Aufsatz Zaubertränke zu beginnen. Und so beschloss Harry, dass er einfach noch einmal über seinen Verwandlungstext drüber lesen würde. Draco würde ihm bestimmt mit Zaubertränke helfen. Durch ihn hatte sich Harry schon um einiges in eben diesem Fach verbessert. Snape hatte damals ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt, als Harry urplötzlich die Fragen, welche der Professor ihm stellte, beantworten konnte. Mit freudigen Gedanken an den noch bevorstehenden Abend machte sich Harry mit beschwingtem Schritt auf den Weg zum Raum der Wünsche. Dort würde er sich mit seinem allerliebsten Draco treffen. Rote Wangen, eine Reaktion seines Körpers, an die sich Harry mittlerweile eigentlich gewohnt haben dürfte. Draco liebte es, Harry erröten zu lassen. Und ließ deshalb keine Gelegenheit aus, den Auserwählten in Verlegenheit zu bringen. Egal ob ein Kompliment, eine unauffällige Berührung in der Öffentlichkeit oder ein zweideutiger Blick, wenn sich ihre Wege in den Gängen kreuzten. Die Folge war immer dieselbe. Tagtäglich färbten sich seine Wangen in ein saftiges Rot. Doch daran gewöhnen würde sich Harry wohl nie vollkommen. Endlich am Ziel angekommen, betrat der Gryffindor den ihm nur allzu gut bekannten Raum. Sein Blick fiel auf das riesengroße Bett. Und erneut rote Wangen. Unwillkürlich erinnerte ihn dieser Anblick an eines ihrer ersten Treffen. Denn schon damals wollte Draco mehr, und ehe man es sich versah, lag er unter Draco auf eben jenem Bett. Doch bevor noch etwas passieren konnte, das Harry womöglich später noch bereuen würde, man weiß ja nie, stoppte er den blotten Slytherin. Unverzüglich hatte er den Grauäugigen klargemacht, dass er noch warten wollte, da er nicht ein weiterer Name auf Dracos Liste werden wollte. Harry wollte erst sehen, wohin das Ganze führt. Danach konnte er immer noch entscheiden, wie weit er zu gehen beabsichtigte. Und glaubt es oder auch nicht, Draco hatte es verstanden und eingewilligt zu warten, bis Harry so weit war. Mit einem solch beflügelnden Hochgefühl, dass er am liebsten einen Freudesprung gemacht hätte, erkannte Harry, dass ein blonder Teufel, wie er ihn klammheilig immer nannte, bereits auf ihn zu warten schien. »Hey«, machte der Schwarzhaarige auf sich aufmerksam, und ehe er sich versah, lagen auch schon ein paar weicher Lippen auf den seinen und forderten ihn heraus, das altbekannte Spiel der Leidenschaft mitzuspielen. Eine vorwitzige Zunge strich hauchzart über Harrys Lippen,
worauf er sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Noch immer, selbst nach dem wohl tausendsten Kuss, den sie schon miteinander geteilt hatten, bat der Malfoy ganz gentlemanlike um Einlass, anstatt sich einfach das zu nehmen, was sie beide wollten. Und so öffnete der Auserwählte seinen Mund einen Spalt breit und in nur wenigen Sekunden wurde dieser auch schon durch eine gierige Zunge geplündert. Einige Zeit lang taten sie nichts, außer sich zu küssen. Zu lange war ihr letztes Treffen schon her. Die Sehnsucht nach dem jeweils anderen war ins Unermessliche gestiegen. Als Harry den Zettel beim Abendessen gelesen hatte, freute er sich diebisch, denn eine der Voraussetzungen, die Draco bestimmt hatte, Harry hatte natürlich auch einige Regeln aufgestellt und zu anderen, wie bereits erwähnt, dass sie erst miteinander schlafen würden, wenn sie beide dafür bereit wären, war, dass sich der Blonde bei den Gryffindor melden würde und nicht umgekehrt. Zu viele neugierige Augen waren im Haus der Schlange auf ihn gerichtet, als es Draco kontinuierlich Post von einem Unbekannten erhalten könnte. Und so musste Harry schweren Herzens darauf warten, dass eben sein blonder Teufel schrieb, was heute ja glücklicherweise der Fall gewesen war. Aus Luftmangel mussten sie nun wirklich voneinander ablassen, doch bewegten sie sich keine Zentimeter voneinander weg. Ihre Gesichter keine Handbreite voneinander entfernt. Draco wisperte ein "Hey" zurück. Dem Blonden noch schnell einen Kuss auf die Nase drückend, ging Harry auf das Sofa zu und ließ sich auf dieses nieder. Überrascht bemerkte Harry, dass einige Flaschen Butterbier und eine Flasche Feuerwhisky auf dem Holztischchen standen. Die Brauen zusammenziehend drehte er sich zu dem Blonden, der Anschalten machte, Harrys Beispiel zu folgen, um sich auch auf die Couch zu begeben. »Willst du mich etwa abfüllen?« wollte der Gryffindor wissen und das eben noch lächelnde Gesicht seines Gegenübers verzog sich erschrocken. Was? Nein, ehrlich nicht, Harry. Ich dachte bloß, dass wir uns das nach dieser nervenaufreibenden Woche verdient haben. Was du gleich wieder von mir denkst, Harry. Zum Schluss erschien wieder dieses süße Lächeln auf Dracos Gesicht, das Harry über alles liebte. Nun musste auch Harry schmunzeln. Zumindest besaß er den Anstand, ein wenig rot zu werden. Schon gut. Wo du recht hast, hast du recht. Ich wundere mich bloß, dass uns die Professoren nicht mehr aufgegeben haben übers Wochenende, beschwichtigte Harry seinen blonden Teufel. Das gilt vielleicht für dich. Du hast ja auch kein Arithmantik. Diese dämliche Kuh hat uns heute für nächste Woche Dienstag noch eine schriftliche Prüfung angesagt. Und wie ich Vektor kenne, werden die letzten 40 Seiten aus unserem Buch abgefragt, welche wir besprochen haben. Erbost schnaubte der Slytherin. Doch bevor er sich in Rage reden konnte, unterbrach er sich selbst. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Lass uns über irgendwas anderes reden. Das Thema Schule hängt mir jetzt schon aus den Ohren raus. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Stöhnte Draco entnervt und ließ sich auf das Sofa neben Harry fallen. Oh, erwiderte Harry darauf bloß. Eigentlich wollte er Draco bitten, ihm in Zaubertränke zu helfen. Aber wenn er jetzt schon so ausgenockt war, würde Harry der Letzte sein, der so etwas von dem Blonden abverlangen würde. Was? Oh. Ist nicht so wichtig, vergiss es, winkte der Gryffindor ab. Na los, sag schon, forderte Draco ihn auf. Na gut, wie du meinst. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du mir mit dem Aufsatz für Zaubertränke helfen könntest. Aber wenn du jetzt eh schon so fertig von der Woche bist und deine Ruhe von dem Zeug haben willst, verstehe ich das natürlich vollkommen. Lächelte der Schwarzhaarige beschwichtigend und gab dem Slytherin einen sanften Kuss auf die Wange. Selbstverständlich helfe ich dir. Das ist nicht nötig, Dre. Du bist müde und du hast es momentan stressig, schon in Ordnung. Lächelte Harry sein typisches Lächeln, für das Draco fast alles tun würde, um es an Harry sehen zu dürfen. Sanft zog er seinen schwarzhaarigen Freunden eine Beine zu sich und verteilte kurze, zarte Küsse überall auf sein Gesicht. Nach einer Weile meinte Draco aber, Red keinen Stuss, natürlich helfe ich dir. Du kennst mich, ich bin ein Gentleman und als solcher muss man einer Jungfrau in Nöten doch zur Hilfe eilen, oder nicht? Gegen Ende hin grinste der Grauäugige verschmilzt und lachte schlussendlich laut aufprustend los, als er die roten Wangen seines Freundes sah. Ein beleidigtes Schmollen und ein Schlag gegen Dracos Brust war die Folge. Ach, halt doch die Klappe, Dray! Doch auch Harry konnte sich ein leichtes Schmunzeln nicht verkneifen.
Na los, beginnen wir gleich, dann können wir uns zum Anschluss noch einen schönen Abend machen. Zwinkerte der Blonde und zog Harrys Schultasche, welche der Schwarzhaarige mitgebracht hatte. Draco griff nach den nötigen Utensilien. Nach guten 40 Minuten war Harry schließlich auch mit diesem Aufsatz fertig und griff mit einem lauten Seufzen nach einer Flasche Butterbier. Wie Draco bereits prophezeit hatte, wurde der Abend tatsächlich traumhaft schön, bis Harry die Worte von Ron wieder in den Sinn kamen. Harry, der Typ ist ein Todesser. Schon einmal daran gedacht, dass er dich bloß verarscht, um an Informat... Harry wusste, was Ron sagen wollte, bevor er ihn unterbrochen hatte. Ron wollte andeuten, dass Draco durch ihn bloß an Informationen rankommen wollte, was natürlich kompletter Quatsch war. Draco liebte ihn und basta aus. Gerade in diesem Moment wurde Harrys Hals mit tausenden federleichten Küssen verwöhnt. Das freche Grinsen von seinem blonden Teufel konnte er bei jedem einzelnen Kuss aufs Neue spüren. Harry schüttelte den Kopf, um Rons Stimme aus eben diesen zu verjagen. Doch Draco interpretierte das Kopfschütteln falsch und sorgte unverzüglich für etwas Abstand zwischen sich und seinem Schatz. Das Letzte, was er wollte, war sich ihm aufzudrängen oder ihn gar zu verschrecken. Auf Harrys Lippen legte sich ein sanftes Lächeln, als ihm dies bewusst wurde. Besonders in solchen Momenten wurde dem Auserwählten wieder einmal klar, wie sehr er seinen blonden Teufel liebte. Alles hatte sich gelohnt. Jede Träne, die er klammheimlich vergossen hatte, wenn Draco wieder einmal abweisend und kalt bei ihren ersten Treffen war. Und zu Beginn war das recht oft gewesen. Oder als er Blondie ihm strikt und resolut klargemacht hatte, dass er sich bei Harry melden würde und dieser ihm unter keinen Umständen schreiben durfte. Harry wusste noch genau, wie niedergeschlagen er sich nach dieser Nachricht gefühlt hatte. Doch gesagt hatte er nichts. Nie hatte er irgendetwas gesagt, sondern alles runtergeschluckt. Er wusste, dass die ganze Situation nicht nur ihn belastete und es brachte ihm auch nichts, wenn er Draco jedes Mal eine Szene vorspielte. Wenn Draco wieder so schroff mit Harry umsprang oder sonst irgendetwas war. Voldemort saß nicht nur ihm, Harry, im Nacken, sondern etlichen anderen Leuten, Kindern und Familien ebenso. So wie Draco. Und Harry versuchte so oft wie möglich, sich dies vor die Augen zu halten, vor allem wenn sich ein Streit anbahnte. Bisher konnte der Schwarzhaarige es immer gekonnt verhindern. Meistens schluckte er seinen Ärger hinunter oder verkniff sich einen Kommentar oder zeigte Nachsicht, selbst wenn er Draco viel lieber an die Gurgel springen würde. Mit der Zeit hatte sich Draco Harry immer mehr geöffnet und angefangen, seine Gefühle vor ihm zur Schau zu tragen. In der Öffentlichkeit ignorierten sie sich größtenteils. Nur wenn keiner in der Nähe war, wurden sehnsüchtige oder verliebte Blicke ausgetauscht. Harry nahm noch einen großen Schluck seines Butterbiers. Dann rutschte er zu seinem blonden Teufel und kuschelte sich in seine Arme. Was diesem bloß recht war. Fester zog er seinen Harry an sich. Dieser legte seinen Kopf auf die Schulter des Platinblonden und seufzte. Draco lehnte seinerseits den Kopf an Harrys Lockenkopf und atmete den charakterischen Geruch des Schwarzhaarigen ein. Es ist ein süßlicher, unaufdringlicher Geruch, der Dracos Meinung nach perfekt zu Harry passte. Dann fragte er den Grünäugigen. Was ist los? Ein geschüttelter Kopf war die einzige Antwort, die das Slytherin erhielt. Das ist keine Antwort, Harry. Säuselte er diesem ins Ohr, nur um einen einzigen sanften Kuss etwas weiter vorne auf Harrys Schläfe zu setzen. Nichts, ich... nichts. Leicht genervt seufzte Draco und dann schob er Harry etwas von sich, um ihn ansehen zu können. Also heute muss man dir wirklich alles aus der Nase ziehen, was? Na los, sag schon, was los ist. Brauchst du Hilfe bei einem anderen Aufsatz? Wenn ja, kannst du doch einfach fragen. Du weißt doch, dass ich dir gerne behilflich bin, ich... Bevor sich Draco in Rage reden konnte, unterbrach ihn Harry mit einem einzigen, kurzen, aber intensiven Kuss. Darauf folgte noch einer. Und darauf noch einer. Ist ja schon gut, ich halte schon meine Klappe, grinste Draco keck. Dann ließ er sich wieder auf die Lehne der Couch fallen und zog seinen Liebsten mit sich. Eine Weile herrschte Ruhe, in der jeder seinen eigenen Gedanken nachhing. Bis Harry aus heiterem Himmel wissen wollte, wie geht es eigentlich deinen Eltern so? Ein überraschter Blick auf den Wuschelkopf folgte.
Dracos Eltern waren nie ein Thema gewesen. Das lag primär daran, dass Harry nie wirklich gut vor dem Treffen zwischen ihm und Dracos Eltern davongekommen war. Das letzte Mal hatte Harry Lucius in der Mysteriumsabteilung gesehen und das war alles andere als gut ausgegangen. Harry schauderte es kurz, als er an diesen schrecklichen Tag dachte. Den Umständen entsprechend, antwortete Draco vage. Aha. Auffordernd blickte Harry seinen blonden Teufel von unten her an. Ein Seufzen. Du weißt ja, offiziell ist Vater auf der Flucht, nach dem Massenausbruch in Azkaban. Mutter belastet die ganze Situation, aber was will sie schon daran ändern? Bedauernde grüne Augen sahen ihm entgegen. Und du? Na, wie geht's dir mit der ganzen Situation? Schulterzucken als Antwort. Draco. Beinahe geknurrt kam auch schon die Retourkutsche darauf. Erneutes Seufzen. Wie soll es mich denn schon gehen? Mein Vater ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, so wie viele andere auch. Meine Mutter ist überfordert und Vater gehört hinter Gitter. Das ist mir bewusst, er hat viel Mist gebaut und verdammt viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber irgendwie ist er dennoch noch mein Vater. Ach, was weiß ich. Frustriertes Schnauben. Harry hatte dieses Gespräch bisher immer vermieden. Immerhin war es kein angenehmes Thema, weder für ihn noch für Draco. Doch bevor Harry den nächsten Schritt gehen konnte, und das wollte er, musste diese schon längst überfällige Unterhaltung geführt werden. Haben deine Eltern je etwas von dir verlangt, das du nicht tun wolltest? Wie meinst du denn das? Wenn du wissen willst, ob sie von mir verlangen, dass ich ein Todesser werde, dann frag es auch. Du weißt, dass ich es hasse, wenn jemand um den heißen Brei redet. Schnarrte Draco in feinster Malfoy-Manier. Während er das sagte, stand er auf und blickte strafend auf seinen Freund hinab. Wieso musste er auch dieses unangenehme Thema aufbringen? Konnte er ihn nicht einfach in Frieden lassen? Nein, er musste diese angenehme Stimmung mit dieser blöden Fragerei zerstören. So lange hatten sie sich jetzt nicht mehr gesehen und nun das? Ja, großartig. Beklommen wegen des Ausbruchs des Slytherins blickte Harry auf den mausgrauen Teppichboden. Tut mir leid, murmelte der Schwarzhaarige. Dann sah er dem Platinblonden direkt in die stechend grauen Augen und fuhr mit ernster Miene fort. Verlangen sie von dir, dass du dich Voldemort anschließt? Stille. Eine sehr lange Stille. Dann hielt der Blonde seinen Schatz seiner Hand entgegen. Diese wurde sogleich angenommen und Harry wurde auf die Beine gezogen. Lange und intensiv sah Draco Harry in die Augen. Dann schüttelte er entschlossen den Kopf. Sag es. Sprich es laut aus, Draco. Ich will es dich sagen hören, wisperte Harry gegen Dracos Lippen und sah ihn noch durchdringender denn je in die grauen Seelenspiegel. Nein, sie verlangen nicht von mir, dass ich mich ihm anschließe. Ein erleichtertes Lächeln seitens Harry folgte und stürmisch wurde Draco umarmt und geküsst. Und darauf folgte noch ein Kuss und noch einer und noch viele mehr. Anschließend standen sich die zwei nur gegenüber und blickten sich verliebt in die Augen. Grau traf Grün und Grün traf auf Grau. Du bist also kein Todesser, ja? Du trägst kein dunkles Mal. Hast du vor, das zu ändern? Nein, Harry. Mehr bekam Draco nicht raus. Harrys Blick war so warm. Er weckte so viel Vertrauen und strahlte nur so vor lauter Liebe. Ein Kloß bildete sich in Dracos Hals. Er konnte diesen bezaubernden Blick nicht länger standhalten und wandte sich ab. Gerade wollte sich Draco vollends aus der Umarmung des Gryffindors lösen, als dieser ihn näher an sich zog und da meinte: Ich liebe dich, Draco Malfoy. Erstarrt blieb Draco stehen. Eine Sekunde, zwei, drei. Noch nie hatte einer von ihnen das L-Wort benutzt, noch nie laut ausgesprochen.
klar, durch kleine Gesten wurde es gezeigt, aber gesagt? Draco mochte Kitsch eigentlich nie besonders. Aber bei Harry? Bei Harry war er wohl oft die kitschigste Person überhaupt. Auch für Romantik war nie Platz in seinem Leben gewesen. Draco hatte seine Betthäschen. Mehr hat er nie gebraucht. Doch dann kam Harry in sein Leben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Draco hatte sich wirklich Mühe gegeben, den Romantiker raushängen zu lassen. Doch er würde beinahe alles für diese bezaubernde Person vor sich machen. Und nun standen sie hier. Im Raum der Wünsche. Und Harry hatte Draco gerade seine Liebe gestanden. Tatsächlich hatte sich Draco zu Beginn dieser Beziehung vor dieser Situation gefürchtet. Er hatte befürchtet, stumm dazustehen. Und er hatte befürchtet, dass er nicht wissen würde, was er darauf sagen sollte. Überraschenderweise fielen ihm folgende Worte keineswegs schwer. Ich liebe dich auch, Harry. Mehr, als du dir vermutlich vorstellen kannst. Ein Kuss auf Harrys kühle Nasenspitze folgte. Es war, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan. Es fiel Draco so unglaublich leicht, Harry seine Gefühle zu offenbaren. Das Strahlen, das auf Dracos Worte hin in Harrys Augen erschien, war für den Platinblonden für nichts auf der Welt zu ersetzen. Ein solch zärtlicher Kuss folgte, dass Harry ganz weiche Knie bekam. Obwohl es vermutlich eher an Dracos liebevollen Worten lag. Dracos Hand wanderte wie automatisch zu Harrys Hüfte, um ihn näher an sich zu ziehen. Harry schlang seinerseits die Arme um Dracos Nacken und schmiegte sich an ihn. Der Kuss, welcher zuvor noch sanft war, entwickelte sich zu einem feurigen. Zungen glitten in Mundhöhlen, plünderten sie. Hände gingen auf Wanderschaft, erkundeten den anderen Körper. Die wenigen freigelegten Hautstellen wurden liebgeküsst. Ehe sich Harry versah, lag er noch einmal unter Draco, wie schon damals. Doch nun dachte er nicht einmal daran, den blonden Teufel zu unterbrechen. Draco liebte ihn. Alleine das zählte. Harry war sich sicher, dass nun die perfekte Zeit für den nächsten Schritt war. Nichtsdestotrotz verspürte Harry eine gewisse Nervosität. Es war immerhin sein erstes Mal überhaupt. Harry wusste, dass Draco mit vielen Mädchen und Jungs geschlafen hatte. Dieses Wissen machte es für Harry nicht gerade besser. Das Letzte, was Harry tun wollte, war etwas Dummes oder Falsches, das die wunderschöne Stimmung kaputt gemacht werden könnte. Harrys Gedanken, welche ihn immer nervöser und nervöser machten, wurden durch einen sichtlich angespannten Draco unterbrochen, als dieser wissen wollte: Bist du dir sicher? Du kannst immer noch Stopp sagen, wenn du nicht willst. Es verlangte Draco viel Ablese sagen. Seine Augen waren bereits dunkel vor Lust. Und Harry konnte die Beule in Dracos Hose nur allzu deutlich an seinen Oberschenkel gepresst spüren. Ich bin mir sicher, Dray, flüsterte Harry gegen die weichen Lippen seines blonden Teufels. Ihm wurde immer wärmer und der Schwarzhaarige konnte sich nur schwer ein leises Stöhnen verkneifen. Dracos pure Anwesenheit war dermaßen erregend, dass sich Harry hart auf die Unterlippe beißen musste. Ein triumphierendes Grinsen schlich sich auf Dracos Lippen. Ich werde vorsichtig sein. Keine Sorge. Bevor Harry auch nur ansatzweise antworten hätte können, wurden seine Lippen bereits wieder in Beschlag genommen. Und nun konnte sich Harry ein Stöhnen tatsächlich nicht verkneifen. Doch das schien Draco bloß noch mehr anzuheizen. Mit zittrigen Fingern befreite der Slytherin Harry als erstes aus seiner Robe und anschließend aus seinem Hemd. Draco küsste und saugte sich Harrys Hals entlang, was diesem ein weiteres Stöhnen entlockte. Und es sollte bei weitem nicht das Letzte in dieser Nacht sein. Mit einem mehr als so breitem Lächeln erwachte Harry am nächsten Morgen. Sofort war ihm der warme Körper neben sich aufgefallen und mit ihm waren auch die Bilder von letzter Nacht wieder hochgekommen. Zufrieden mit sich und der Welt seufzte Harry verzückt. Hier lag er also, angekuschelt an seinem blauen Teufel, in den Armen seines Liebsten. Noch ein Seufzen. Und gleich noch eins. Langsam und vorsichtig drehte sich Harry in den Armen Dracos um.
Harry wollte Draco auf gar keinen Fall wecken. Wenn Draco schläft, sieht er eher so aus wie ein Engel als wie ein Teufel, dachte sich Harry schmunzelnd. Zärtlich küsste er seinen Draco auf die Wange. Seinen Draco. Noch ein überglückliches Seufzen. Sachte rieb Harry seine Nase an Dracos Hals und atmete den herben Geruch Dracos ein. Wie er diesen Geruch doch liebt. Wie er diesen jungen Mann doch liebt. Er schmiegte sich noch enger an Slytherin, was diesen dann doch erwachen ließ. Das und die Sonnenstrahlen, die aus dem Fenster über dem großen Bett ins Zimmer schienen. Morgen, nuschelte der Blonde und vergrub sein Gesicht in Harrys pechschwarzen Locken, welche im Moment noch wehrer von seinem Kopf abstanden als sonst. Morgen, kam da auch schon die weitaus weniger müde klingende Antwort des Gryffindors. Du hast ja gute Laune, woran das wohl liegen mag. Anzüglich grinste der Platinblonde den Grünäugen an. Harry erwiderte den Blick mit Unschuldsmiene. Keine Ahnung, es ist Samstag, die ganzen Hausaufgaben habe ich auch schon gemacht, dieses Bett ist äußerst bequem und du holst mir gleich ein überaus köstliches Frühstück. Daran liegt es vermutlich. Ein überlegendes Grinsen seitens Harry folgte. Ach, tue ich das? Ist ja interessant. Ich denke, dass seine gute Laune eher daherkommt. Und damit erhob sich Draco und setzte sich rittlings auf Harrys Schoß. Diesen verlangte alles ab, so wenig wie möglich auf den überraschenden Körperkontakt zu reagieren. Nur schwer konnte Harry sich ein Stöhnen verkneifen. Immerhin hatte weder er selbst noch Draco etwas an. Ja genau, das wirst du gleich tun, mein Lieber. Ich habe nämlich einen riesigen Hunger. Und wie als Beweis knurrte in diesem Moment Harrys Magen, was Harry rot anlaufen ließ. Draco kicherte verhalten und ließ sich wieder neben Harry fallen. Währenddessen wurde er etwas, das verdächtig nach »Na gut, daneben nicht, du Fehlfraß«, anhörte. Empört schnappte Harry auf und meinte gespielt eingeschnappt, »Wie war das bitte?« Kurz herrschte Stille. Dann brachen beide zeitgleich in ein schallendes Gelächter aus. Draco stützte sich immer noch lachend auf einen Arm ab, um Harry ansehen zu können. Er liebte Harrys Lachen. So glockenhell und wunderschön. Doch abrupt hatte eben jenes Lachen ein jähes Ende gefunden. Und Draco folgte Harry mehr als nur geschockten und verletzten Blick. Und der Blonde erstarrte vor Schreck. Schallendes Lachen. Harry liebte Dracos Lachen. Seiner Meinung nach tat Draco das viel zu selten. Und so genoss er jede Sekunde, in der Draco auch nur einen Anflug eines Lächelns zur Schau trug. Ein warmes Gefühl breitete sich in Harrys Magen aus. Doch dann erhaschte er einen Blick auf Dracos linken Arm. Um genauer zu sein, Dracos linken Unterarm. Plötzlich blieb Harry das Lachen im Halse stecken. Und in seinem Magen war nicht mehr das wunderschöne, angenehme, warme Gefühl. Nein. Krampfhaft zog sich sein Magen zusammen und ein stechender Schmerz zuckte durch sein Herz. Lügner. Das war das Einzige, an das er denken konnte. Draco war ein verdammter Lügner. Dämlich, Vollidiot. Er hat ihn angelogen. Dämlich, Arschloch. Und Harry? Der war so dumm gewesen, Dracos Worten Glauben zu schenken. Dämlich. Dieser Slytherin hat ihm Honig um den Mund geschmiert. Und Harry? Harry war doch tatsächlich so dumm gewesen, ihn diesen Mist abzukaufen. Dämlich. Vollidiot. Ron hatte recht behalten, was Draco anging. Dämlich, dumm, Vollidiot. Die schönste Zeit, nämlich jene, die er mit Draco verbracht hatte, verwandelte sich gerade in die schlimmste. Vollidiot. Dämlich. Jetzt schien auch Draco zu bemerken, dass Harry nicht mehr zum Lachen zumute war. Denn auch er hatte damit aufgehört. Panisch versuchte er, sich aufzurichten und den linken Arm hinterm Rücken zu verstecken. Was eigentlich vollkommen idiotisch war. Immerhin konnte dies das Geschehene und Gesehene auch nicht mehr wettmachen. Harry brachte erst einmal gar nichts heraus. Sein Blick, so verstört, verletzt und enttäuscht, dass Draco ihn kaum standhalten konnte. Und ab da begann er. Ihr erster Streit
Harry hatte immer versucht, einen solchen zu vermeiden. Jetzt hatte er weder die nötige Kraft noch das Verständnis und auch nicht mehr das Verlangen danach. Immer hatte er alles runtergestuckt, war ruhig und verständnisvoll geblieben. Jetzt wollte er nicht mehr ruhig bleiben. Er wollte schreien, toben, wüten und Draco am liebsten zur Besinnung bringen, wenn nötig ihn zur Besinnung prügeln. Ja, alles außer ruhig bleiben. Aber kein Wort verließ seine verdächtig zitternden Lippen. Harry wusste nicht, was er sagen sollte. Er wusste nicht, wie er in solch einer Situation reagieren sollte. Im Moment wusste er rein gar nichts mehr. Nur diese stechende, schmerzende Leere in ihm. Die spürte er. Und in jeder Sekunde fühlte er sich hilfloser. In den letzten Monaten mit Draco hatte er sich in seine persönliche Seifenblase eingenistet. Er hatte sich in ihr verkrochen, sich in Sicherheit gewogen und die harte Realität ausgeschlossen. Dort, in seiner Seifenblase, da war nur Platz für ihn und Draco gewesen. Und nun war diese Blase geplatzt und Harry hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen und die finstere Realität holte ihn ein. Und dann war es vorbei. Der Schockmoment durchbrochen durch ein leises, kaum vernehmbares Wispern von Slytherin. Harry. Jetzt wusste Harry, was er sagen sollte. Oh ja, dies war wahrlich der erste Streit der beiden. Doch war es auch das Schlimmste, der in Hogwarts je stattgefunden hatte? Zumindest, wenn man Draco und Harry fragte. Schreien konnte Harry zwar noch immer nicht. Er brachte es einfach nicht über sich, Draco anzuschreien. Nicht einmal jetzt. Doch Draco wäre es lieber gewesen, wenn Harry mit ihm geschrien hätte. Dieser verletzte und enttäuschte Unterton in Harrys leiser Stimme brach Dracos Herz. Flashback Ende. Und nun saß sie hier, noch immer nackt, wie Gott sie schuf. Immer noch in dem ersten und schrecklichsten Streit der beiden. Doch im Gegensatz zur letzten Viertelstunde sagte keiner der beiden mehr etwas. Das ist alles andere als einfach, Potter. Dieser Satz spukte in Harrys Kopf herum wie ein Geist. So schrecklich und so verletzend. Wann hatte er ihn das letzte Mal beim Nachnamen genannt und diesen betont, als wäre es eine Beleidigung? Wie lange ist es her, seit er in solchen kalten, schneidenden Ton mit ihm gesprochen hatte? Ohne sein Zutun und ohne, dass er etwas daran hätte ändern können, führten sich seine grünen Augen mit salzigen Tränen. Mehr als ein brüchiges, leises und kleckiges klingendes »Sprich nicht so mit mir« bekam der schwarzhaarige Zauberer nicht zustande. Harry hasste sich in diesem Moment dafür. Doch als Draco darauf bloß abwertend schnaubte, löste sich eine einzelne Träne aus den grünen Seelenspiegeln und seine Sicht verschwand vollkommens. Dämlich, dumm, Vollidiot. Denkst du wirklich, sich Voldemort anzuschließen, war der richtige Weg? Es war der einzige Weg, um dafür zu sorgen, dass meine Familie in Sicherheit ist. In Sicherheit vor was, Draco? Vor Voldemort, nicht wahr? Merkst du eigentlich gar nicht, wie widersprüchlich das ist, sich mit Voldemort zu verbinden, um sich vor Voldemort zu schützen? Du hast davon keine Ahnung, also lass es lieber gleich ganz bleiben, Harry. Stille. Sie drehten sich offensichtlich im Kreis. Du hast mich angelogen. Noch einmal. Keine Anklage. Eine Feststellung. Doch plötzlich ein trockener, unterdrückter Schluchzer. Erschrocken sah Draco von der Möblierung des ihm so vertrauten Raumes auf. Er hatte Harry noch kein einziges Mal weinen gesehen, seit er ihn kannte. Das tat er auch jetzt nicht. Aber viel fehlte nicht mehr. So viel Schlimmes war den Gryffindor bereits widerfahren. Und nun war er so kurz davor zu weinen. War alles eine Lüge? Was? Nein, natürlich nicht. Ich liebe dich. Natürlich war das so gemeint. Alles war so gemeint. Und wie soll ich dir das jetzt noch glauben? Wie soll ich dir je wieder irgendetwas glauben, Draco? Stille. Angesprochener wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Er wusste die Antwort doch selbst nicht. Ihm war bewusst, dass er es verbockt hatte. Stille.
noch immer. Dieses Mal blieb er so ruhig, denn Harry wartete sehnsüchtig auf eine plausible Antwort, die Draco ihm aber einfach nicht geben konnte. Moon Production.